Das CD-Labor für Embedded Machine Learning ist ein Labor der Christian-Doppler-Gesellschaft hier an der TU Wien und gemeinsam mit unseren Partnern der TU Graz, aber auch Industriepartnern wie AVL, Siemens oder Mission Embedded arbeiten wir im Bereich künstliche Intelligenz und hierbei besonders für energieeffiziente Plattformen. Das heißt, wir versuchen diese Algorithmen der künstlichen Intelligenz auf zum Beispiel Smartphones oder Mikroprozessoren unterzubringen und möglichst energieeffizient und aber auch echtzeitmäßig auszuführen. Das heißt, so viel wie wir nehmen eigentlich nicht die Netzwerke her und erfinden neue Architekturen oder neue Hardware, sondern was wir machen ist, wir versuchen diese Architekturen zu optimieren, möglichst automatisiert, um dies dann besser auf diesen Plattformen auszuführen und so diese Echtzeitanwendungen zu ermöglichen. Im autonomen Fahren könnte man das anwenden, aber auch in Ampelanlagen, dass man erkennt, welche Fußgänger über die Ampel wollen und so die Ampel schaltet. Oder auch, was wir noch einen Use Case haben, sind Drohnen, die über die Felder fliegen und so schadhafte Pflanzen oder invasive Pflanzen erkennen. Eine der Hauptanwendungsfälle wäre bei uns im Labor die Objekterkennung. Das heißt, man möchte innerhalb eines Bildes bestimmte Objekte identifizieren. Im Auto könnten das eben die Passanten sein oder in einer Smartphone-App könnten das andere Objekte sein. Und da geht es dann darum, auf der Hardware-Plattform die energieeffizienteste Lösung oder die schnellste Lösung oder die beste Lösung im Sinne der Genauigkeit zu finden.